Daniel Meyer, le prochain orateur. Diese Befunde auf eine falsche Annahme. Wir sind Und le Design der Suisse. Über die Hälfte der CO2-Emissionen am Gotthard aus. Ein zweiter Straßentunnel am Gotthard führt zu mehr Schwerverkehr, führt zu mehr CO2-Emissionen und wäre daher eine Durchlöcherung des Klimaschutzes. Deshalb ist der WWF ganz klar dagegen. Die zweite Gotthard-Straßenröhre torpediert die NEAT und verhindert das Verlagerungsziel. Darum bin ich ganz klar gegen die zweite Gotthard-Röhre. Ich bin gegen eine zweite Gotthardröhre, weil die 3 Milliarden Mehrkosten, die diese absolut unsinnige zweite Straßenröhre verursachen würde, anderswo besser eingesetzt werden könnten. Le peuple suisse a dépensé plus de 20 milliards pour le tunnel ferroviaire du Gotthard. Si nous faisons le deuxième tube, les camions européens déferleront et l'investissement précédent aurait été en grande partie inutile. Wir kämpfen gegen die zweite Röhre, weil sie ein doppelter Angriff ist. Einerseits auf den Alpenschutz und andererseits auf die Verfassung und das geht gar nicht. Wer mit dem Kanton Tessin und den Tessinern solidarisch sein will, muss unbedingt gegen den Bau einer zweiten Straßentunnelröhre stimmen und das heißt auch natürlich gegen eine Erhöhung des Straßenverkehrs. Ein zweiter Straßentunnel am Gotthard heißt mehr Verkehr über kurz und lang. Ganze 3% mehr Verkehr würden schon reichen, um den ganzen minimalen Sicherheitsgewinn einer zweiten Röhre vollständig aufzufressen. Wir haben jetzt gerade die NEAT, die eröffnet wird. Es gibt heute intelligentere Lösungen, smartere Lösungen, für das zu organisieren mit dem Lastwagenverkehr als normale Strassenröhren.